Also das ist was anderes. Getriebenotprogramm. Schlüssel habe ich in der Hand. Ist das nicht verboten? Natürlich ist das verboten. Warum machen dann solche Leute sowas? Ja, der dürfte eigentlich keinen TÜV haben. Gut, danke. Und selbst? Auch gut. Ich bin immer erstaunt, dass du immer so pünktlich bist. Ja, weißt du doch. Frau Schkendl ist bei Kfz-40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um den 45. Unglaublich, was ich entdeckt habe. Unglaublich. Das Problem ist, ich fahre so ein neueres Auto und da ist so, okay, let's go, du steigst ein, ich geht an, Scheibenwischer geht an, du machst gar nichts. Du steigst aus, drückst auf den Knopf, gehst. Dann fährst du natürlich ein Baujahr 2000 Auto und du vergisst das natürlich, ne? Du fährst, es wird schon dunkel, Leute fangen an zu hupen, so, hey, was wollen die von mir? Sobald du hier Zündung anmachst, leuchtet das Tacho schon bei einem 45. Also ich kenne das so bei E39 nicht. Also wenn sich einer da auskennt oder auch ein E39 hat, guck mal bitte, ob das Tacho leuchtet, wenn ihr die Zündung anmacht. Dann bin ich zur Tankstelle gefahren, waren ausgemacht, reingegangen, 10, 15 Minuten hat es gedauert und dann habe ich was gesehen. Das wird ihr mir nicht glauben. Nicht nur, dass die Kette hier Probleme macht oder Warnung oder Ölverlust, kaputten Schlauch, Ölfilter, kaputte Gelenke, Bremsen runter. Nein, jetzt kommt noch mal was dazu. Ey, wir haben irgendwas an der Elektrik. Zündung war an. Und das Problem ist, ich habe den Schlüssel mitgenommen. Und es gibt keinen zweiten Schlüssel. Ist so, nein, Zündschloss kaputt. E39, E36, E46 gehen dir mal sehr schnell kaputt. Dann dachte ich, okay, shit, steck den rein. Guck, funktioniert, startet, alles super. Guck dir das selber an, komm. Ganz normal, ihr kennt das. Zündung an, guck mal. Das, was ich meine, ist, warum die Leuchte sofort angeht. Außer, dass wir hier Hieroglyphen-Tacho haben, funktioniert eigentlich alles. Und jetzt achte, was passiert. Guck dir das an. Ja, läuft noch. Und weißt du, was das Geile ist? Drosselklappe hörst du immer noch. Ja. Die Drosselklappe ist aktiv, der sagt, ey, starte jetzt. Ach so, Scheibenwischer geht auch. An. Und jetzt starten wir den. Schlüssel habe ich in der Hand. Zack, zack, zack. Hä? Wir können doch hier nochmal Startknopf machen. Dann würde er noch angehen wahrscheinlich. Dann wird er, glaube ich, noch angehen, weißt du? Ey, das ist aber echt ungesund. Ohne Schlüssel. Das ist sowas von ungesund. Hier, willst du sehen? Also Schlüssel habe ich immer noch in der Hand, so nebenbei. Hier ist Schlüssel. Leute, das macht mir Angst. Hast du eine Vermutung? Wurde da irgendwas gepfuscht? Keine Ahnung. Weil hier müsste eigentlich bei Automatik P und so stehen, ne? Mhm. Aber nur, wenn ich Licht anmache, komischerweise. Der hat sein Eigenleben hier. Hey, Leute, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ist das? Ich habe jetzt aber einen Tacho, Alter. Ich weiß nicht, was mit diesem Tacho ist. Wir werden jetzt das ausbauen und werden das neue einbauen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das weggeht. Ich habe natürlich den Tacho organisiert. 20.03.2019 wurde er repariert. Und endlich kann ich die Schrift dann lesen. Ja. Weil steht da Wischwasser oder Kühlwasser. Aber was ich auch vermute, Eidosch, vielleicht haben die auch da irgendwie rumgefuscht. Ich hoffe mal nicht, egal. Ey, zeig doch mal, wie das geht. Ich kann doch mitgucken, oder? Willst du das sehen, oder? Ja, warum nicht? Ist doch bestimmt interessant, so ein Tacho ausbauen. Tacho ausbauen. Lass doch sofort ein Tutorial-Video darüber machen. E39 Tacho ausbauen. Sowas würde vor 20 Jahren gehen, aber jetzt nicht mehr. Ja komm, dann zeige ich dir das. Ja bitte. Wenn du unbedingt sehen möchtest hier. Willkommen in einem Tutorial-Video. Heute zeige ich euch, wie man einen Tacho ausbaut. Ganz wichtig, erste, was ihr machen müsst, ist auf jeden Fall, Lenkrad darf euch nicht stören. Elektrisch. Was ihr braucht, ist auf jeden Fall sowas hier. Ist unten verlinkt. Dann macht man die Leisten ab. Ganz wichtig. Seid vorsichtig. Sonst gehen die Klipse kaputt. Dann habt ihr die Seite gemacht und die Seite muss auch ab.
guck mal. Kann das sein, dass die... Ah ja, die Schraube ist gar nicht drauf. Wow. Ey, ich sag euch, ja, das könnt ihr ja so runterhängen lassen. Da haben wir hier zwei Schrauben. Achso, sorry, ich muss das ja mit 12 Jahren machen. Jetzt habt ihr eigentlich zwei Schrauben. Diese zwei Schrauben mit Kreuzschraubenzieher abschrauben. Macht er nicht. Geht nicht. Ist auf jeden Fall unten verlinkt. Dann nehmt ihr einen 10er Torque und schraubt diese drei Schrauben aus. Kraft in den Finger. Ganz wichtig mit den beiden Fingern. Arbeiten. Ich esse gerade alles mit Stäbchen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das so momentan. Mit Stäbchen. Hey, du kannst mich ins Restaurant einladen. Können gerne chinesisch essen. Was denn? Massage. Reicht doch. Jetzt auch noch im Restaurant oder was? Ja, warum nicht? Du bist doch chinesisch. Nach diesen drei Schrauben den Rahmen könnt ihr abmachen. Und dann habt ihr nochmal zusätzlich hier nochmal zwei Schrauben. Und natürlich so einfach rauskommen und ja, er macht es. Jetzt wird mich interessieren, haben wir hier irgendwelche Probleme? So, bei dem Stecker fehlt das hier. Also der ist dann quasi lose drauf. Das ist noch dann nicht gut. Hier ist alles in Ordnung. Ich sehe da jetzt auch nicht, dass er irgendwie hier einer gefummelt hat oder so. Nee. Hier sieht eigentlich alles gleich aus. Also hier ist super. Die Stecker kann man auch nicht vertauschen. Also keine Ahnung. Komplett gleich. Also ich sehe da jetzt nichts, was anders ist. Das sieht aber auch alles gleich aus, weißt du, ne? Mhm. 008-784-214. Hier haben wir 301. Warum wurde der hier aufgemacht? Welcher ist das jetzt? Der alte. Bei dem ist es dran, ne? Bei dem ist noch dran. Was ist das für ein Kleber hier? Dass der Tacho gemacht wurde. Ah, okay. Ja, komm, wir bauen jetzt den neuen ein. Guck, Kühlwasserstand prüfen steht da ganz Zeit. Warte, ich muss das hier da. Ja, cool. Und Automatik, das zeigt er jetzt auch an. Das war vorher nicht. Wow, der ging aber schnell an, du. Guck mal. Ach so, wenn ich so mache, ist S. Warum brennt er weg? Gute Frage. Vielleicht haben die ihr Lenkrad ausgetauscht nach dem Unfall. Ja, wir haben auf jeden Fall Fehler im Airbag-System. Oh, Alter. Hm. Achte mal. Zündung ist wieder an. Hast du jetzt Schlüssel abgesteckt? Also das ist was anderes. Getriebe-Notprogramm. Hm. Kann das sein wegen Bremsschalter? Das müssen wir jetzt gleich auslesen. Aber das ist wieder auch, was Neues, ey. Gibt's da, doch nicht. Da stand aber nichts im Fehlerspeicher. Die Zündung ist trotzdem an. Und wir haben nicht mal Licht drin. Was ist das denn? Ich baue den mal ganz kurz zusammen. Und dann auslesen. Alles klar. Was ist denn Getriebenotprogramm? Hattest du schon mal so einen Fehler gesehen? Ja, das gelesen? Kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, warum, weshalb, wieso. Ich fahre ja mit dem Wagen, ne? Der lässt sich super fahren. Dass der Bremslichtschalter echt kaputt ist und du siehst ja gerade, dass irgendwas mit der Elektrik hier nicht stimmt. Ja. Aber gewaltig nicht. Ja. Wahnsinn. Drama, Baby. Also wenn ich jetzt ganze Zeit ein Notprogramm gefahren bin, da will ich ja gar nicht wissen, wie es ist, wenn er volle Leistung hat. Ach, der war die ganze Zeit auf diesem Notprogramm. Anscheinend, man konnte es ja gar nicht lesen. Es kann auch sein,
dass es Unterspannung ist jetzt. Zündung bleibt an. Ja. Guck mal, nur beim Standlicht macht er das. Bei Ablendlicht macht er das nicht. Kühlwasser prüfen. Ja, also komm, ey, mach mal Kühlwasser rein hier. Und zum Glück riecht keine Abgas. Ganz kurz Airbag ausziehen. Also, wenn vorher Airbag gar nicht geleuchtet hat und wir kriegen jetzt diesen Airbag-Fehler nicht gelöscht, dann müssen wir gleich mal den Tacho aufmachen und mal schauen, ob der den Airbag-Leuchter rausgeholt hat. SRS ist keine Probleme, gibt's keine Probleme, sagt er. Aber da brennt Airbag. Hä? Verstehe ich nicht. Wir brauchen diesen Stecker. Deswegen kommen wir nicht rein. Was für ein Stecker. Wir haben den 16-poligen OBD-Stecker gerade gehabt. 20-polige Stecker ist jetzt der hier. Der wurde ja Anfang 2000 geändert. Das heißt, 20-poliger Stecker war so langsam ausgestorben. Und dann irgendwann 2001, wo der Facelift dann rauskam, war dann nur noch OBD. Das heißt, 16-poliger Stecker. Der OBD-Stecker ist eigentlich nur für den Motorsteuergerät gedacht. Und alles andere kommt von den 20-poligen Stecker. Das heißt, hier können wir nochmal ABS auslesen, Airbag auslesen. Sollte eigentlich machbar sein, das werden wir jetzt auch machen, System, Suche. Und jetzt wird er alles nochmal suchen. Wir haben hier 14 Steuergeräte verbaut und jetzt wird er alle durchgehen. Das Problem ist natürlich, viele haben diesen Stecker nicht. Es kann auch nur sein, dass alles nur Unterspannung ist und die Fehler natürlich nach der Zeit gespeichert wurden. Aber wir haben hier ABS-Probleme, Airbag-Probleme, sehe ich schon. Getriebe haben wir null, wegen dem Bremslichtschalter gehabt. Den haben wir ja schon gelöscht gehabt. 2, 7, 2, 5, 7, 2. Fangen wir mit ABS an. Bremslichtschalter, Lenkwinkel unplausibel. Lenkwinkel on. Lenkradwinkelsensor? Ja, kann ich jetzt auch genau sagen, weil Lenkrad schief steht. Ah, okay, also Achselmessung, genau. Und dann hat sich die Sache. Bremslichtschalter werde ich auch sofort einbauen. Okay, wir gehen auf Airbag rein. Das interessiert mich jetzt. Fehlerspeicher. Steuergerät Fehlfunktion, Spannungsversorgung, Airbag-Kontroll, Unterbrechung, Massenschluss, Zündkreis. Seiten-Airbag. Links, Widerstand zu groß, Zündkreis. Zweite rechts, Widerstand zu groß, Zündkreis, Batterietrennung, Widerstand zu groß. Vorne links, Widerstand zu groß. Okay. Gucken wir mal, ob wir das lesen können. Zündung aus und einschalten. Fehlerspeicher konnte nicht gelöscht werden. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Fehler nicht gelöscht werden konnten. Alle Fehler. Tachosignal, Ausgang plus, Schluss. EEPROM, fehlerhafte Kodierung. Klemme 15. Also langsam kommt mir das alles sehr verdächtig vor. Ja. So viele Fehler? Klemme 15. Irgendwas mit Klemme 15, da müssen wir mal schauen. Leitungsunterbrechung. Wir gucken mal, ob wir es löschen können. Fehler wird gelöscht, Fehler wurde nicht gelöscht, Fehler wurde gelöscht. Okay, Fehler wurde gelöscht. Gucken wir mal an, Fehlerspeicher. Hier wurde alles gelöscht. Irgendwas gemacht, aber hier wieder Klemme 15. Komponent, Schalterblock, Türsteuergerät. Fahrerseite defekt oder ohne Funktion. Dann haben wir Fahrersitzabschaltung wegen Überbelastung. Was ist das denn? Keine Ahnung. Fahrersitzabschaltung, die gehen ja. Die gehen ja, aber wir haben hier Türschaltblock, Steuergerät. Ohne Funktion. Da haben wir viel Elektrik dran. Gucken wir mal, ob wir das löschen können. Ist perfekt für dich? Du liebst doch solche Elektrikarbeiten. Schluss. Kältemittel, Kompressor, Magnetkupplung, Massenschluss. Ja, das ist das, wo wir gesehen haben. Mit der Leitung. Relais, Zusatzlüfter, Massenschluss. Fehler wurde gelöscht, Fehler wurde nicht gelöscht. Aber wurde gelöscht. Lichtsteuereinheit. Das ist interessant. Ach so, warum? Unbekannter Fehler, Ölstandsensor fehlerhaft. Okay. Fehler wurde nicht gelöscht. Dann gucken wir noch mal. Der unbekannte Fehler. Was Mysteriöses.
Und davon dann noch, kriegst du noch graue Haare, warte mal. Weißt du, was das Geile ist? Was und der denn? Hat die Nummer 23. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ja, hallo, jetzt kann ich ja nicht alles hier machen. Hier, Fahrpedal, Wegfahrsperre, Motorsteuergerät. Guck mal, Airbag, sagt der auch. Ja, wir haben auf jeden Fall vieles gelöscht. Aber sowas siehst du selten, oder? Dass ein Auto hier dran gesteckt wird und so viele Fehler angezeigt werden. Safe. Also es gibt Kunden von mir, die wechseln Batterien, haben es nicht angelernt und dann kommen die hier hin. Dann lerne ich das an und dann hat man so ähnlich viele Sachen als Fehlercode. Das ist aber normal. Jetzt geht das Auto nicht mehr an. Aber das geht immer noch nicht. Der Vorbesitzer hat mir die Liste geschickt und da stand dick und fett M-Lenkrad. Ja. Und wir haben kein M-Lenkrad, das hieß ja. Das heißt, dass der vorne einen Unfall hatte. Aber eins muss ich ganz kurz testen. Wenn bei euch PDC nicht funktioniert, kontrolliert, ob ihr den richtigen Tacho drin habt. Ich will jetzt keinem was unterstellen. Ich glaube sogar der Vorbesitzer, der Tobias, weiß das auch nicht. Ich schätze mal, dass der vorne einen Unfall hatte, nur Fahrerseite Airbag ausgelöst hat. Und dabei haben die einfach das Lenkrad ausgewechselt. Ich will hier keinem was unterstellen, aber ich glaube, ihr habt ja gesehen, der ist ja kaputt gewesen und war nicht der richtige. Und ich schätze mal, dass sie hier den Airbag-Leuchte rausgenommen haben. Um das Ganze zu vertuschen. Ja, und ich habe da gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ist das nicht verboten? Natürlich ist das verboten. Warum machen dann solche Leute sowas? Ja, der dürfte eigentlich keinen TÜV haben. Tja. Das ist Betrug. Also wurde richtig der TÜV-Mensch veräppelt? Der TÜV-Mensch wurde veräppelt, weil du musst dir vorstellen, TÜV-Prüfer ist natürlich verpflichtet, sich reinzusetzen, Zündung anzumachen, Wagen zu starten, brennt Motorleuchte, brennt ABS, brennt Airbag. Die ganzen Sachen muss er sich anschauen. Aber bei manchmal ist das so, wenn du echt so viele Leuchten hast und so viel Stress hast, du siehst das einfach, du übersiehst das. Ja. Weil ich habe es ja auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Und dann, als ich ausgelesen habe, habe ich auch nie drauf geachtet. Oder die haben das Ganze einmal verbunden mit irgendwas. Gibt es ja auch solche Verbrecher, die, was weiß ich, Öllampe, ne? Ich will dich jetzt nicht irgendwie auf schlechte Gedanken bringen. Aber es gibt Experten, die das überbrücken. Da ist irgendwas faul. Jetzt kriege ich schlechte Laune, wenn ich jetzt da jetzt das Ding auseinanderbaue und irgendwas sehe. Vielleicht mache ich das, ja. Kannst du machen. Gut, Tacho funktioniert, PDCs funktionieren. Ja, da bist du echt glücklich irgendwie, ne? Natürlich. Ich will, guck mal, ich habe ja gesagt, egal was in diesem Auto verbaut ist, es muss funktionieren. Ganz wichtig. Ich werde einmal Front abbauen und gucken, ob der echt einen Riesenschaden hat. Es kann sein, dass irgendwas durchgeschmolzen ist. Er sagt Klemme 15, das ist Zündungsplus. Da stimmt was nicht. Das hat er bei zwei Fehlern gezeigt irgendwie, ne? Ja. Klemme 15. Klemme 15. Und das muss ich suchen und das wird sehr interessant. Also, ja, wir werden Stoßstange vorne abbauen. Gucken, ob er Unfall hatte. Dann suchen wir den Fehler. Und dann Airbag. Wir werden einmal Airbag komplett durchschicken. So, gucken, was Sache ist. Widerstand zu hoch ist, Kabelbruch. Reichweite 179. Das macht mir wieder hier schlechte Laune. Das andere Tacho hat mir besser gefallen. Egal. Noch ein Elektrikproblem. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken. Und abonnieren, wer nicht abonniert hat. Ich vergiss das immer, obwohl ich das immer sagen muss. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr Kraft. Bis dann. Und rein. Ciao. Alter, euch Dankeschön. Bitte. Du sagst ja, schreibt in die Kommentare, ob ich das machen soll. Du musst das ja machen. Ja,